Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen für gutes Vom-Blatt-Spiel. Dazu gehört eine bestimmte mentale Verfassung, die Bereitschaft, Fehler stehen zu lassen, die Bereitschaft, Dinge wegzulassen, trotzdem weiter zu zählen und wieder einzusteigen. Es gehören spieltechnische Fähigkeiten dazu. Man kann nur vom Blatt spielen, was in spieltechnischer Hinsicht grundsätzlich beherrscht wird. Aber zu den Voraussetzungen gehört als ein Aspekt auch die Fähigkeit zum vorausschauenden, analytischen Lesen des Notentextes. In dieser Präsentation geht es um die Verbindung von Analyse- und Blattspielunterricht. Es geht darum, wie ich mir Analyseunterricht vorstelle, so dass er eine gute Vorbereitung auf das Blattspielen darstellt. Es geht aber auch darum, wie ein Blattspieltraining aussehen sollte, das die Impulse des Analyseunterrichts aufnimmt und nutzt. Ich konzentriere mich hier auf das Blattspielen am Instrument. Blattsingen bringt noch andere spezielle Probleme mit sich, die ich an dieser Stelle nicht anspreche. Das zentrale Stichwort für mein Thema heißt Orientierung. Bei der Analyse mit Blick auf das Blattspiel geht es im Wesentlichen darum, dass man sich so schnell wie möglich in einem Notentext orientiert. Dazu gehören drei Aspekte, die ich so genannt habe: Umgebungen, Superzeichen und Satzmodelle. Mit dem ersten Punkt, Umgebungen, ist gemeint, in welcher Tonart befinde und bewege ich mich, in was für einer musikalischen Form und in welcher Stilistik. Ich zeige jetzt ein erstes Notenbeispiel. Ich zeige zwei getrennte Stimmen, oben eine Geigenstimme, unten eine Cellostimme. Bei einer echten Blattspielsituation würde jeder Spieler nur eine der beiden Stimmen sehen können und sollte dann so schnell wie möglich daraus erkennen können, in welcher Tonart steht das Stück, in welcher Form und aus welcher Epoche stammt es. Ich habe hier ein sehr übersichtliches, etwas schematisches Beispiel gewählt. Die Antworten sind in diesem Fall nicht sehr schwer. Hier sind die Noten in Partituranordnung. Es ist ein barocker Tanzsatz in D-Moll, nämlich eine Sarabande von Arcangelo Corelli. Der Notentext enthält kein vorgezeichnetes B, das entspricht dem Text des Erstdrucks. Das Einzige, was ich weggelassen habe, weil es an dieser Stelle für unseren Zweck nicht wesentlich ist, sind die Generalbassziffern. Die Tonart ist natürlich nicht mechanisch an den Vorzeichen zu erkennen, in diesem Fall gar keinen, sondern an der Musik selbst. Hier haben wir den Fall, der im Hoch- und Spätbarock gar nicht so selten ist, dass die Vorzeichen noch im allmählich altmodisch werdenden modalen System gedacht sind. Den Vorzeichen nach ist das Stück D-dorisch, aber die Musik prägt bereits das moderne D-Moll aus. Alles an diesem Stück ist ganz typisch für D-Moll. Der Tonvorrat mit der einzigen Ausnahme des Tones Fis im Takt 9, die Disposition der Kadenzen und auch, dass es eine Ausweichung nach F-Dur gibt. Alles D-Moll wie aus dem Lehrbuch. Sich in einer Tonart auskennen, in einer Tonart zu Hause zu sein, bedeutet einerseits mit bestimmten Notenbildern vertraut zu sein, aber auch mit bestimmten Griffbildern an seinem Instrument. Als Spieler von Tasteninstrumenten kann ich mir Tonart wie eine Schablone auf der Tastatur vorstellen. Bestimmte Tasten spielen mit, andere nicht, und jede Tonart fühlt sich für meine Finger auf eine bestimmte Weise an. Die Form ist bei diesem Stück auch sehr übersichtlich. Sie entspricht genau der Grundform eines Menuettes oder Tanzsatzes aus vier Phrasen von je vier Takten. Mit einer typischen Sequenz genau an der Stelle, wo wir sie erwarten, nämlich in der dritten der vier Taktgruppen. Diese Form ist typisch für Spätbarock und frühe Klassik. Lehrbücher des 18. Jahrhunderts stellen sie als Standard dar und nutzen sie als Basis und Ausgangspunkt des Kompositionsunterrichts. Mit der Form liegt also in diesem Fall auch schon eine stilistische Einordnung nahe.
Einen zusätzlichen Hinweis in Richtung Barock gibt die Hemiole im zweit- und drittletzten Takt. Wenn man sich in einer Tonart, in einer Form und in einem Stil gut auskennt, kann man sich beim Lesen eines unbekannten Stücks leichter den Klang schon im Voraus vorstellen. Man weiß, was normal ist und kennt Klischees, die oft vorkommen. Man kann plausible Vermutungen entwickeln, wie das Stück weitergehen könnte, und man wird insgesamt entspannter spielen, in dem Gefühl, dass man sich in vertrautem Terrain bewegt. In unserem Beispiel wird man dann vielleicht schon beim ersten Blattspiel die Viertaktgruppen angemessen phrasieren, die Hemiole richtig betonen, den einen oder anderen Kadenztriller hinzufügen. Man kann dann schon beim ersten Spielen musikalisch gestalten, anstatt nur die Töne zu absolvieren. Das ist, was ich mit dem Stichwort Umgebungen meine. Der Analyseunterricht soll mit Tonarten, Formen und Stilen vertraut machen. Was folgt daraus für den Blattspielunterricht? Erstens, ich würde im Blattspielunterricht in der Regel so vorgehen, dass ich ein Stück zuerst ganz unvorbereitet spielen lasse und dann die genannten Punkte wie Tonart und Form bespreche, also eine Analyse vornehme. Eine eher grobe Analyse, die nicht so sehr ins Detail geht, aber eine Orientierung im Stück schafft, dass danach noch einmal gespielt wird. Zwischen dem ersten und zweiten Durchgang kann man auch typische Fallen oder Fehlerquellen besprechen. Meine zweite Schlussfolgerung wäre, es ist gut, Stücke vom Blatt zu spielen, die stilistisch in der Nähe von dem liegen, was man gerade im Hauptfachunterricht übt. Drittens sollte man nicht unbedingt Stücke der ganz erstrangigen Komponisten zum Blattspiel verwenden, sondern eher von Komponisten aus der zweiten Reihe. Gerne Stücke, die ein bisschen schematisch oder klischeehaft sind. Denn es ist ja gerade eines unserer Unterrichtsziele, dass die Studierenden die Schematas und Klischees kennen und erkennen. Tonart und Form kann man sich räumlich vorstellen. Ich persönlich stelle mir Tonart tatsächlich wie eine Landschaft vor, in der ich mich auskenne, in der ich Wege kenne, auch den einen oder anderen Umweg kenne und jederzeit weiß, wo ich gerade bin. Ich komme jetzt zu meinem zweiten und dritten Punkt, Superzeichen und Satzmodelle. Hier liegt der Akzent darauf, das Wesentliche in meiner Landschaft zu erkennen, also den Blick nicht zu sehr auf die Details zu richten, sondern auf die Strukturen. Superzeichen sind zusammengesetzte Zeichen, in unserem Fall meistens Gruppen von mehreren Tönen. Ein einfaches Beispiel sind Akkorde. Im Idealfall erkenne ich in den markierten Takten nicht nur drei Töne, A, F und D, sondern in den drei Tönen zusammen auch den gebrochenen D-Moll-Akkord. Das bedeutet, ich muss in diesen Takten nicht drei Sachen denken, sondern nur eine Sache. Genauso sollte ich die markierten Tongruppen in der Bassstimme nicht als vier oder fünf Einzeltöne lesen, sondern als Kadenzformeln erkennen und damit als eine einzige Gestalt verstehen. Eine Herausforderung ist, dass es Varianten dazwischen gibt. Die beiden Kadenzformeln sind ja nicht völlig gleich, sondern nur ihre wesentlichen Elemente sind gleich. Ein Tonleiterausschnitt oder Sekundgang ist ein wichtiger Bestandteil klassischer Tonsätze. Er ist leicht auch dann zu erkennen, wenn er durch Oktavsprünge figuriert ist, aber nicht mehr ganz so leicht, wenn er durch einen abweichenden Ton unterbrochen wird, der aber an dieser Stelle ganz offensichtlich kein wesentlicher, sondern nur ein ornamentaler Bestandteil der Melodie ist. Noch weniger offensichtlich ist ein Sekundgang, der nicht zwischen direkt aufeinanderfolgenden Tönen, sondern zwischen strukturell wichtigen bzw. betonten Tönen besteht. Hier ist eine Violinstimme aus einem romantischen Werk deutlich komplexer als das Corelli-Beispiel. Die ersten vier Takte bestehen wieder aus gebrochenen Akkorden, die ich als Superzeichen verstehen kann. Diese vier Akkorde bilden außerdem eine Fis-Moll-Kadenz, das wäre sozusagen ein Super-Superzeichen. Eine Schwierigkeit, die Kadenz zu erkennen,
könnte im wechselhaften harmonischen Tempo liegen, denn nicht jeder Akkord dauert genau einen Takt lang, wie man es erwarten könnte. Einer dauert länger und einer ist sehr kurz. Andererseits ist eine Kadenz am Beginn eines Formteils oder einer Themengruppe eine erwartbare Gestalt. Die Pointe an dieser Stelle ist, es wäre gar keine Katastrophe, wenn man die Akkorde in anderen Lagen greift, wenn man schon den kompletten dritten Takt als Dominante spielt, wenn man der Dominante nicht die hier geforderte Gestalt des verminderten Septakkordes, sondern eine andere Erscheinungsform gibt. Solange man eine auf vier Takte verteilte Fis-Moll-Kadenz spielt, wäre das im Blattspiel ein Ergebnis, mit dem man leben könnte, auch wenn viele Details nicht stimmen. Dieses Beispiel zeigt noch eine andere Art von Superzeichen. Akkorde oder Kadenzbässe sind ja allgemeine Bestandteile der tonalen Musiksprache und kommen in allen Stücken vor. Daneben gibt es aber auch Superzeichen, die individuell zu einem einzelnen Stück gehören, nämlich seine Themen und Motive. Auch hier gilt es, eine Gruppe von mehreren Tönen als eine zusammenhängende Gestalt zu erkennen, auch wenn daraus Varianten gebildet werden, auch wenn es Abspaltungen und motivische Arbeit gibt. Bei einem Stück im romantischen Stil gibt oft der Rhythmus die wichtigsten Hinweise auf Motivwiederholung. Im Gegensatz dazu ist ein typisches Problem barocker Stimmen oft die rhythmische Gleichförmigkeit. Wenn man bei einer Stimme wie dieser nicht in einer atemlosen Folge von Sechzehnteln versinken will, muss man verstehen, dass Bach hier nicht so sehr Einzeltöne als vielmehr Tongruppen komponiert hat. Die Superzeichen sind in diesem Fall Figurationen, die wiederholt oder transponiert werden und die zu Sequenzen zusammengesetzt werden können. Der Analyseunterricht kann auf Superzeichen aufmerksam machen. Was folgt daraus für den Unterricht am Instrument? Erstens, die allgemeinen Superzeichen, die in vielen Stücken vorkommen, kann man im Voraus trainieren und muss es auch. Wer sich immer schon gefragt hat, wofür man eigentlich Tonleiter und Arpeggio-Fingersätze üben sollte, für souveränes Blattspiel wird man sie brauchen. Zweitens berühren sich aus meiner Sicht an dieser Stelle auch Blattspiel und Improvisation. Die beste Vorbereitung, um Stimmen wie das Beispiel von Bach vom Blatt spielen zu können, besteht darin, Figurationen und Sequenzen selbst zu improvisieren oder gegebene Anfänge improvisatorisch fortzusetzen. Mein dritter Punkt heißt Satzmodelle. Ich zeige hier im Bild ein bekanntes Beispiel. Ausführlicher ist das in der PDF-Datei dargestellt, die ich bei diesem Video verlinkt habe. Satzmodelle sind mehrstimmige Intervallkonstellationen. Sie bilden wichtige Grundmuster tonaler Musik. Satzmodelle kann man harmonisch oder kontrapunktisch verstehen. Die kontrapunktische Sicht als Kombination von bestimmten Stimmverläufen, zwischen den Stimmen charakteristische Intervallfolgen. Die kontrapunktische Sicht entspricht in den meisten Fällen eher der historischen Genese, aber die harmonische Interpretation als Akkordfolge bietet sich oft als leichterer Einstieg für den pädagogischen Zugang an. Die Bedeutung solcher Satzmodelle wird seit ca. 15 bis 20 Jahren in der Musiktheorie-Szene diskutiert. Satzmodelle erscheinen inzwischen in Lehrbüchern. Damit geschieht eine Abkehr von der Fokussierung auf Details, in der sich zum Beispiel eine harmonische Funktionsanalyse manchmal erschöpft. Satzmodelle haben eine mittlere Größe. Sie sind drei, vier oder fünf Akkorde lang, also länger als ein Akkord, kürzer als eine Phrase oder als ein Formabschnitt. Damit entsprechen sie gut der menschlichen Wahrnehmungsgeschwindigkeit und sie sind meistens auch musikalisch wesentlicher als die Details, aus denen sie bestehen. Satzmodelle sind Werk-, Stil- und Epochenübergreifend. Innerhalb eines Stils sind sie oft verbunden mit bestimmten formalen Orten. So erscheint das Modell, das ich hier als Beispiel zeige, in der barocken Musik gerne als Chaconne-Thema
oder als Halbschluss am Ende einer Phrase. In unserem Corelli-Beispiel bildet dieses Modell die Grundlage der zweiten Viertaktgruppe. Corelli lässt den Bass, die Bassstimme des Modells übernehmen, seine einzige Oberstimme aber zwischen den beiden anderen Modellstimmen hin und her springen. Die Kadenz Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika erscheint explizit mit typischen Stimmverläufen am Phrasenende der ersten und vierten Phrase und stärker variiert auch im ersten Teil dieser Phrasen. Auf die Fonte-Sequenz im dritten Abschnitt habe ich schon hingewiesen. Diese Sarabande besteht also weitgehend aus bekannten Satzmodellen. Wir hören jetzt ein komplexeres Beispiel. Die Partitur dazu ist unter dem Video verlinkt. Welche Satzmodelle verwendet Fanny Hensel in dieser Passage ihres Trios? Hier habe ich die Noten der drei Instrumente in einem Auszug zur Analyse zusammengefasst. Zwei Modelle, von denen schon die Rede war, sind leicht zu erkennen. Die ersten vier Takte bilden, wie schon vorhin an der Violinstimme gezeigt, eine Fis-Moll-Kadenz. Und die nächsten vier Takte sind eine weitere Ausarbeitung des Lamento-Bass-Modells. Damit beginnt die Passage von Fanny Hensel mit acht Takten, die exakt genauso strukturiert sind wie die ersten acht Takte unseres Corelli-Beispiels. Ich spiele einmal beide Beispiele, den Corelli dabei zur besseren Vergleichbarkeit nach Fis-Moll transponiert. Stilistisch passt das nicht zusammen, aber syntaktisch ergänzen sich die 2x8 Takte perfekt. Satzmodelle sind schwerer zu erkennen als Superzeichen, das wird an den Unterschieden zwischen diesen beiden Beispielen deutlich. Die Kadenz erscheint bei Hensel über einem Orgelpunkt, bei Corelli mit ihrer typischen Bassstimme. Das Lamento-Bassmodell ist bei Corelli diatonisch, bei Hensel chromatisch ausgeführt. Satzmodelle sind nicht einfach nur komplexere Superzeichen, sondern etwas anderes. Superzeichen haben eine klar definierte äußere Gestalt. Satzmodelle dagegen sind in einer tieferen Schicht der Komposition verortet. Sie sind ein gedanklicher Hintergrund, der auskomponiert wird und dabei sehr verschiedene Oberflächen erzeugen kann. Als Spieler steht man vor der Herausforderung, das zugrunde liegende Modell unter verschiedenen Oberflächen zu erkennen. Eine weitere Herausforderung ist für den Spieler einer Einzelstimme im Kammermusikwerk, seine Rolle in dem mehrstimmigen Satzmodell wahrzunehmen. Die Fortsetzung des Themas von Fanny Hensel ist deutlich komplexer. Hier haben wir es mit einem Entwicklungsteil zu tun, in dem motivisch-thematische Arbeit stattfindet und in dem in andere Tonarten moduliert wird.
Für die Höranalyse und für das spontane Erkennen beim Blattspiel dürfte die Analyse der Satzmodelle im zweiten Teil dieses Beispiels vielleicht schon zu komplex sein. Sie zeigt allerdings, dass Satzmodelle auch im Bereich solcher durchführungsartiger Passagen ein gutes Analysetool sind. Und das Bild dieser Analyse ist immer noch einfacher und übersichtlicher, als es zum Beispiel eine Bezeichnung jedes Akkordes mit einem Funktionssymbol wäre. Kenntnis von Satzmodellen kann das Blattspielen wesentlich erleichtern. Man erfasst damit etwas strukturell Wesentliches und die Ausdehnung jedes Modells ist im Allgemeinen groß genug, um nicht zu schnell zum Erkennen vorbeizurauschen. Kenntnis der Modelle ermöglicht, vorauszudenken und Hypothesen zur Fortsetzung zu bilden, und sie schärft den Blick dafür, welche Noten in einem vollen Notenbild unbedingt realisiert werden müssen und welche man zur Not weglassen könnte. Im Blattspielunterricht wird ein spontanes Erkennen der Modelle nicht immer gelingen. Bei diesem Thema ist der ständige Wechsel zwischen praktischen Phasen und Reflexionsphasen im Unterricht besonders wichtig. Mein Fazit zum Schluss: Auch in Musik, die ich noch nie gehört und deren Noten ich noch nie gesehen habe, gibt es Dinge wiederzuerkennen, die mir vertraut sind. Guter Analyseunterricht soll darauf aufmerksam machen und die Wahrnehmung dafür schärfen.